Könnten wir bitte mal aufhören, nach Beweisen zu suchen, dass Menschen keine Fleischfresser sind? Natürlich sind wir keine Fleischfresser. Woher ich das weiß und warum ich trotzdem Fleisch esse, erfahrt ihr in diesem Video. Heute ist für jeden was dabei. Es geht um Gesundheit, Moral und schlechtes Gewissen und am Ende wartet auf euch alle eine große Enttäuschung. Ich schlage mich nicht auf eine bestimmte Seite. Es ist nicht schlimm, vegan zu leben und es ist auch nicht schlimm, Tierprodukte zu konsumieren. Tatsächlich fände ich es am schönsten, wenn wir alle einander akzeptieren könnten, gleichberechtigt nebeneinander herleben könnten und den Gleichberechtigung halber werde ich heute gegen alle schießen, die Schwächen von nahezu jeder größeren Ernährungsreligion aufzeigen und am Ende meine eigene Lösung vorstellen. Zu diesem ganzen Thema gibt es im Großen und Ganzen zwei große Hauptfragen, nämlich einmal der gesundheitliche Aspekt und einmal der moralische Aspekt. Der gesundheitliche ist ein bisschen leichter zu erklären, deswegen fange ich mal damit an. Momentan geistern im Internet zahlreiche Tabellen herum, die, Teile unseres Verdauungssystems mit denen anderer Tiere vergleichen und dann, naturwissenschaftlich akkurat uns den Pflanzen- oder Fleischfressern zuordnen. Es gibt aber nur ein Problem. Die Leute, die diese Tabellen gemacht haben, haben sich ganz geschickt genau die Kriterien rausgepickt, die passen. Deswegen gibt es auch Tabellen für beide Theorien. Das heißt, sie alle sind unvollständig und dementsprechend nicht wirklich richtig. Natürlich können die Fleischfresser-Hypothesenmenschen behaupten, dass wir keine Pflanzenfresser so wie Schafe sind. Und sie hätten recht. Genauso können die Pflanzenfresser-Leute auch behaupten, dass wir keine Fleischfresser so wie Hunde sind. Auch sie haben recht. Ich weiß aber nicht, was das beweisen soll. Letzten Endes beweist es nur, dass wir nicht für zellulosehaltiges Grünfutter geeignet sind, genauso wenig wie wir auf rohes Fleisch spezialisiert sind. Falls ihr mehr über diese pseudowissenschaftlichen Tabellen erfahren wollt, die Quellenangabe ist unten in der Beschreibung. Super Artikel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und damit sind wir bei den Vegetariern, die bei mir als Fleischliebhaber regelmäßig offene Türen eintreten. Ich weiß, dass Menschen keine Fleischfresser sind. Und ich kenne auch niemanden, der das behauptet. Das hier ist kein Streit zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern. Und es steht überhaupt nicht zur Debatte, Pflanzen komplett zu verbieten oder auf Pflanzen zu verzichten. Ich meine, wir sind keine Fleischfresser. Wir sind Menschen, wir sind Allesfresser. Und deswegen verstehe ich auch nicht diesen Drang, mir ständig zu beweisen, dass ich einen anderen Darm habe als ein Hund. In Wirklichkeit ist das ja ein Streit zwischen reinen Vegetariern und denen, die ihre vegetarische Ernährung noch um fleischliche Sachen ergänzen. Das verschafft den Vegetariern natürlich eine sehr komfortable Ausgangssituation, weil sie sich für ihre Nahrung überhaupt nicht rechtfertigen müssen. Außer vor Veganern. Und da sind wir wieder beim gleichen Ding. Die essen auch nicht was anderes, sondern auch wieder nur nochmal weniger. Also nochmal fürs Protokoll. Ohne überhaupt auf irgendwelche gesundheitlichen Fragen eingehen zu müssen, ist diese Fleischfresser-Hypothese vom Tisch. Fast so gut wie alle Menschen essen Pflanzen. Dass wir die vertragen, da müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Die Frage, die sich Veganer stellen müssen, ist entsprechend ja auch nicht, warum isst du Pflanzen? Sondern warum willst du keine Tierprodukte essen? Und wie gesagt, die moralischen Sachen will ich jetzt mal nach hinten stellen, das ist eine ganz andere Kiste. Aber es gibt ja auch wissenschaftliche Argumente. Tierische Produkte wie zum Beispiel Milch und Käse seien keine natürlichen Nahrungsmittel des Menschen, heißt das beispielsweise, weil wir aus evolutionsbiologischer Sicht noch gar nicht lange genug Tiere haben, um uns an ihre Produkte zu gewöhnen, also körperlich darauf einzustellen und so. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Leute mit Laktoseintoleranz, die tatsächlich keine Milch vertragen. Aber wenn wir damals diese Produkte nicht vertragen hätten, dann hätten wir sie doch auch nicht gegessen, oder? Wir haben einfach rumprobiert und festgestellt, hey, das schmeckt mir, davon kann ich leben, davon kann ich mich ernähren. Und dann hat sich das eben so weiterentwickelt. So macht das übrigens jedes Tier. Das ist eine völlig natürliche Sache, dass man auch wieder neue Nahrung in seinen Nahrungsplan aufnimmt, wenn die auf einmal zur Verfügung steht und wenn die halt zu einem passt. Das ist natürlich auch von der Gegend abhängig. Bei uns in Deutschland zum Beispiel, kommen wir gut mit Laktose und Milchprodukten klar. Das ist eine natürliche Sache bei uns. Wir sind daran gewöhnt. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch kein Land, in dem pro Kopf mehr Milchprodukte verzehrt werden als in Deutschland. Aber dann sind wir ja auch wieder bei individuellen Unverträglichkeiten. Wenn beispielsweise Asiaten einfach körperlich nicht darauf eingestellt sind, Laktose zu verarbeiten, sollten sie eben auch keine Milch trinken. Soweit waren wir schon mal. Aber hindert mich das daran, Milch zu trinken? Nein! Ich verzichte ja auch nicht auf Nüsse, bloß weil es Leute mit einer Nussallergie gibt. Aber klar, da ist das natürlich auch was anderes, weil Nüsse sind ja komplett vegan und wenn sich dann trotzdem noch jemand dazu entscheidet, eine Allergie dagegen zu haben, dann meine Güte, dann ist das halt sein Pech. Wir können ja uns Rücksicht auf alle nehmen. Vielleicht dazu ein kurzer Exkurs. Allergien haben gar nichts mit Rücksichtnahme zu tun. Die meisten Allergiker wissen sehr genau, worauf sie allergisch sind und worauf sie achten müssen und können sich eigenverantwortlich um ihre eigene Ernährung kümmern. Außerdem ist bei ihnen der missionarische Eifer nicht besonders ausgeprägt und wenn sie im Restaurant ganz penibel nach den Inhaltsstoffen fragen, dann mag das zwar auf den ersten Blick nervig wirken, aber erstens sind diese Fragen aus naheliegenden gesundheitlichen Gründen absolut notwendig und zweitens finden die meisten Allergiker es selber genauso nervig, ständig darauf achten zu müssen, was sie in sich reinstopfen, aus Angst vor einem allergischen Schock. Aber kommen wir nochmal zurück zu der angeblichen Fleischunverträglichkeit. Bereits bevor wir eigene Tiere melken konnten, gab es bei uns Jäger und Sammler. Also auch Jäger, die gejagt haben. Tiere. Mit Waffen und Feuer. Und dann haben wir sie gegessen. Also, aber da kommt der große Trick. Wir haben sie zubereitet.
wenn wir nochmal zu diesen Tabellen zurückgehen, wo drin steht, was wir angeblich sind und nicht sind, dann gibt es dann auch weitere Kategorien, nicht nur reine Pflanzenfresser oder Fleischfresser. Und tatsächlich hat man anscheinend festgestellt, dass ein Mensch ohne Waffen und Feuer im Urwald, also so in einer Situation, in der sich die meisten Tiere befinden, sich am ehesten so verhalten würde wie ein Früchteesser. Ganz ähnlich wie manche Affen übrigens. Früchteesser essen aber nicht nur Früchte, sondern auch Regenwürmer und Insekten und Spinnen, alles super Eiweißlieferanten übrigens. Ist auch gut zu wissen für Veganer, denn wenn man sich komplett von allen Tieren fernhält, dann ist es tatsächlich ziemlich schwer, irgendwie an Eiweiß ranzukommen. Das heißt aber auch nicht, dass ich euch jetzt einreden möchte, dass ihr dringend Eiweiß braucht. Ich bin wirklich kein Ernährungsexperte. Und ich verstehe nicht, warum Leute immer zu welchen werden, sobald sie Veganern gegenüberstehen. Ist vegane Ernährung ungesund? Keine Ahnung, ist mir auch egal, das ist das Problem der Veganer. Also, offenbar überleben sie ja. Lasst euch da kein schlechtes Gewissen einreden. Wenn ihr auf Tiere verzichten wollt, verzichtet auf Tiere. Ihr packt das schon. Aber zurück zum Tiereessenden Früchteesser. Der scheint ganz gut zu uns zu passen. Wenn wir nackt im Urwald stehen. Machen wir aber nicht. Wir brauchen keine Klauen und Reißzähne, wir haben Werkzeuge, wir brauchen auch keine besondere Magensäure, wir haben Feuer. Wir sind Allesfresser, nicht weil wir alles fressen können, sondern weil wir uns aus allem etwas Genießbares zubereiten können. Rohes Fleisch ist bad, das hat auch nie jemand bestritten. Aber, liebe Vegetarier, das geht auch komplett am Thema vorbei. Und bevor wieder irgendeiner Sushi sagt, kommen wir dem jetzt mal zuvor. Ich mache sowas normalerweise nicht, aber heute habe ich mal eine total sinnlose Bitte an jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr hier einen Kanal habt und gerade eingeloggt seid oder euch jetzt einloggen könnt, dann hinterlasst mir bitte mal einen Kommentar mit dem Wort Sushi. Jeder, bitte, fühl dich angesprochen. Ich weiß, es ist sinnlos, aber es ist auch nicht schädlich und es gibt absolut keinen Grund, das jetzt nicht zu tun. Ich möchte wirklich einfach nur mal wissen, wie viele von euch sich an einem Projekt auf meinem Kanal beteiligen würden, wenn sich der Aufwand in Grenzen hält. Ja, dankeschön. Okay, das war der gesundheitliche Teil. Aber es haben ja sowieso nur alle auf den moralischen Teil gewartet. Die große Frage, darf man Tiere töten? Ich werde jetzt mal mit der veganen Sichtweise anfangen, die auch ziemlich gute Argumente hat. Wir können das nicht schönreden, dass wir Tiere töten müssen, wenn wir sie essen wollen. Und naja, die Nahrungsproduktion in Deutschland ist ziemlich abstoßend. Und Tierschützer regen sich völlig zu Recht über die Haltung auf, über die Bedingungen, unter denen Tiere tausendfach in Deutschland gehalten werden. Die werden im Akkord abgeschlachtet, kilometerweit transportiert, eingefroren und wenn sie dann endlich bis zur Unkenntlichkeit entstellt auf unserem Teller liegen, da will gar keiner mehr so genau wissen, wie lange sie in Wirklichkeit schon tot sind. Streng genommen sind wir alle Aasfresser. Denkt mal drüber nach. Nein, das stimmt natürlich so nicht wegen der Kühlkette, aber ich mag das, wenn an dieser Stelle die Leute immer so zusammenzucken. Auch wer auf Fleisch verzichtet, sollte wissen, dass zum Beispiel bei Hühnern die männlichen Küken direkt nach dem Schlüpfen in Häcksler geworfen werden, weil sie halt keine Eier produzieren und deshalb nur Kosten verursachen. Und Veganer sagen nun, jeder, der Eier kauft, zwingt oder zumindest ermutigt die Anbieter zur Produktion von noch mehr weiblichen Hühnern, also als Kollateralschaden auch zur Produktion von noch mehr männlichen Hühnern, die dann als Müll hinweggeschlachtet werden. Mehr Nachfrage sorgt für mehr Produktion, ist ja klar. Nun könnte man die ganzen männlichen Küken natürlich mehr durchfüttern, aber das würde die Eier teurer machen und den Preis will keiner bezahlen. Also dürfen wir keine Eier essen, denn nur so können wir Hühnern das Leid ersparen. Nette Theorie. Aber viel zu kompliziert gedacht. Wenn es wirklich politisch gewollt wäre, könnte man dieses Gemetzel jederzeit ganz einfach verbieten. Dann wären alle Eier teurer, die Konsumenten hätten die freie Wahl, ob sie mit einem höheren Preis bezahlen oder keine Eier mehr kaufen. Und das gleiche gilt natürlich für sämtliche Bedingungen, wenn es darum geht, wie die Tiere gehalten werden. Der Staat erlaubt Tierquälerei und alle wundern sich, warum es welche gibt. Überraschung. Wenn Diebstahl erlaubt wäre, dann würden auch mehr Menschen klauen. Veganer jedenfalls sorgen mit ihrer nicht vorhandenen Nachfrage nur dafür, dass weniger Tiere benötigt werden und entsprechend, dass es weniger Tiere gibt. Aber sie ändern null an den Bedingungen für die Tiere, die es gibt. Und Bioprodukte machen es übrigens auch nicht besser. So viele Menschen kaufen Biosachen, ohne mal nachzulesen, wofür Bio überhaupt steht. Kleiner Tipp, das geht jedenfalls nicht um glücklichere Tiere. Egal, ob ihr grundsätzlich den Verzicht zelebriert oder euch mit Ökotests sehr gut ein gutes Gewissen einkauft, in den meisten Fällen geht es dabei um Ablasshandel. Und naja, die Regel, dass Produkte mit bunten Gütesiegeln drauf mehr Geld kosten, kommt nicht vom Naturschutz, sondern aus der Marktwirtschaft. Das ist halt ein sehr bequemer Weg, um Leute abzuzocken. Also wenn ihr euch wirklich danach richtet, lest euch wenigstens genau durch, was das Siegel bedeutet. Wenn ihr aber wirklich die Tiere schützen wollt, dann werdet nicht vegan,
sondern unterschreibt Petitionen und tretet den Politikern in den Arsch. Nun ist das natürlich noch nicht das Problem, dass wir Tiere generell ausbeuten und in unsere Wirtschaft einbeziehen. Genauso wie wir Menschen ausbeuten und arbeiten lassen. Aber die machen das freiwillig für Geld. Echt jetzt? Wer arbeitet denn freiwillig in einer Leiharbeitsfirma zum Beispiel? Den Leuten wird die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du arbeitest da für einen Hungerlohn. Oder wir kürzen dir die Bezüge. Ja, guck doch nicht so doof. Du stehst im Arbeitsmarkt zur Verfügung. Kein anderer will dich haben. So einfach ist das. Und Menschen kriegen zwar Geld, Tiere nur Essen, aber vielleicht können Tiere auch einfach wirklich mit Essen mehr anfangen. Was Menschen jedenfalls angeht, bin ich ein riesiger Fan von einem sehr geringen, bedingungslosen Grundeinkommen. Warum, das erkläre ich mal separat in einem anderen Video. Was jedenfalls Tiere angeht, glaube ich, dass man sie einfach weniger arschlochmäßig behandeln könnte. Das wäre wünschenswert und es ist keine Frage vom Konsumentenverhalten, sondern von Gesetzen. Und natürlich könnte man sich fragen, ob wir Tiere überhaupt für uns arbeiten lassen sollten. Denn ein Stall ist nicht ihre gewohnte natürliche Umgebung. Und selbst ein liebevoll geführter Bauernhof ist eine einseitig freiwillige Zweckgemeinschaft, über die die Tiere kein Wort mitzureden haben. Aber Leute, ernsthaft, darüber reden wir mal in aller Ruhe, wenn ihr keine Haustiere mehr haltet. Kommen wir jetzt zum größten moralischen Dilemma. Mord ist ein Kapitalverbrechen. Bei Tieren nennen wir das Tötung, weil das zivilisierte klingt. Ist aber das Gleiche. Und um ein Tier zu essen, müssen wir es töten. Das heißt, jeder von uns macht sich automatisch Mitschuld an dem Mord eines Tieres, wenn er dessen Fleisch isst. An dieser Stelle zieht natürlich auch das Nachfrageargument, weil hier der Mord zwingend nötig ist für die Erfüllung der Nachfrage. Hier ist also die wichtige Frage, was wäre die Alternative? Und da haben die Vegetarier eine clevere Antwort gefunden. Kein Fleisch essen. Macht Sinn. Aber nochmal, was wäre die Alternative? Pflanzen essen. Die haben, sollte wissen, kein Nervensystem, kein Nichtbewusstsein, kein Schmerzempfinden. Das sind aus moralischer Sicht ideale Opfer. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass man das doch immer weitertreiben kann. Dass es garantiert noch irgendwelche Irren gibt, die auch den Mord an Pflanzen für ganz schrecklich halten und deshalb nur Fallobst essen. Und damit hätte man recht. Ist das ein Ding? Frutarier kennen wir nicht nur aus Notting Hill. Die gibt es wirklich. Was sagt uns das? Keine Ahnung. Aber sehen wir es doch mal aus der Perspektive. Jedes Lebewesen verbraucht Energie. Also muss es Nahrung aufnehmen, um seine Masse zu erhalten und zu überleben. Das bedeutet, Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, jedes Lebewesen muss andere Lebewesen essen. Und wenn man von Aasfresser mal absieht, die sich an den gedeckten Tisch setzen, muss es dafür auch andere Lebewesen töten. So funktioniert Natur. Punkt. Und selbst die meisten Vegetarier haben ja interessanterweise gar nichts gegen Löwen, die Antilopen reißen. Sie argumentieren, dass wir Menschen exklusiv die ethische Weitsicht haben, unser Verhalten zu reflektieren und festzustellen, dass wir das nicht tun sollten. Das heißt, aufgrund unserer Erkenntnisfähigkeit sind wir verpflichtet, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und unserer Umwelt so wenig Schaden wie möglich zuzufügen. Und jetzt kommt die große Überraschung. Das sehe ich genauso. Der Löwe hat gar keine Möglichkeit, um eine Antilope schmerzfrei umzubringen. Er hat auch gar keine Spiegelneuronen, um sich in ihre Lage zu versetzen. Er hat einfach nur Hunger und es geht ihm am Arsch vorbei, was die Antilope dabei empfindet. Die klassische Hauskatze setzt sogar noch einen drauf. Sie jagt nicht nur aus Hunger, sondern sogar aus purem Sadismus. Da gibt es erst Futter vom Frauchen und dann geht's raus in den Hof zur ethnischen Säuberung. Tiere sind Arschlöcher und das sollten wir anders machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf den Konsum anderer Lebewesen zu verzichten. Es ist unsere Aufgabe, ihnen nicht weh zu tun. Der Tod gehört zum Kreislauf der Natur. Ich habe keine Angst vor dem Tod und deswegen habe ich auch prinzipiell kein Problem damit zu töten. Ich persönlich könnte kein größeres Tier töten, weil ich auch einfach gar keine Ahnung habe, wie das geht. Und dann würde ich wahrscheinlich ihm dadurch wieder unnötig wehtun. Aber das ist ein persönliches Problem. Das hindert mich auch zum Glück in unserer Gesellschaft nicht daran, dass ich Fleisch esse. Denn, naja, ich verkaufe Bahnreisen, Herr Müller bringt Tiere um, ich kriege was von seinen Tieren und dafür darf er Bahn fahren, das ist Arbeitsteilung. Jedenfalls sehe ich nicht das grundsätzliche moralische Problem im Töten von Tieren. Und das führt uns jetzt natürlich zum vielleicht wichtigsten Argument. Aber dann darfst du auch keine Ausnahme bei Menschen machen. Stimmt.
Wenn wilde Tiere Menschen töten, dann ist das auch der natürliche Lauf der Dinge. Und dann ist es unser Problem, uns davor zu schützen. Was uns übrigens im Alltag auch ziemlich gut gelingt, denn normalerweise begegnen wir nicht unseren Fressfeinden. Aber wenn zum Beispiel mal wieder ein Kleinbus von einem Wildschwein angegriffen wird, dann kann man das dem Wildschwein genauso wenig übernehmen wie eine Attacke gegen jedes andere Tier. Und wenn Menschen Menschen essen. Kannibalismus, heikles Thema, aber natürlich muss da jeder auch seine eigene Antwort finden. Im Notfall, wenn es wirklich keine andere Nahrungsquelle gibt, würde ich einen anderen Menschen trotzdem nicht töten, um ihn zu essen. Ich will auch nicht, dass er mich tötet. Und naja, da wir irgendwie kommunizieren und miteinander reden können, ist es eine Sache der Fairness, dass wir genau das tun und uns irgendwie einigen. Mein persönlicher Vorschlag wäre, derjenige, der aus eigener Kraft auf natürliche Weise länger überlebt, darf dann den anderen essen. Und wenn der dann erstmal tot wäre, würde ich das auch tatsächlich tun. Okay, das war's. Danke fürs Zuhören. Tut mir leid, dass das jetzt schon wieder alles im Lampenlicht passiert ist. Dieser ganze Dreh war ein bisschen so zwischen Tür und Angel. Ich bin momentan nicht zu Hause in Berlin, sondern zu Besuch bei meiner Familie wegen Weihnachten und so. Wie dem auch sei. Eure Meinung zum Thema Fleisch und Tierprodukte und Kram bitte gerne jederzeit in die Kommentare oder per E-Mail orgyofvideos@gmail.com oder bei Twitter, ich heiße @stellfragen oder wie auch immer ihr möchtet. Wir sehen uns noch in diesem Jahr wieder zu einem Stand der Dinge. Bis dahin. Und egal, ob ihr einen Kommentar schreibt oder nicht, bitte vergesst nicht euren Sushi-Kommentar. Dankeschön.